Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Holstein Kiel. Hier auf dem Podium darf ich beide Cheftrainer begrüßen und zunächst unseren Gast Marcel Raab um seine Einschätzung bitten. Ja, hallo in die Runde. Ich bin natürlich überglücklich über den Sieg. Für uns das erwartet schwere Auswärtsspiel. Spiel geht los, kommen nicht so gut ins Spiel. Fußballerisch, glaube ich, war es eines der schwächsten Spiele oder die schwächste Halbzeit in der Saison von uns, weil der Gegner das auch gut macht, weil der Gegner aggressiv ist, weil der Gegner nach vorne verteidigt. Gegen den Ball haben wir es ordentlich gemacht, fand ich, obwohl wir nicht die Intensität an den Tag gelegt haben, wie wir uns das eigentlich vorgenommen haben. Haben aber eigentlich nur ein paar Halbchancen zugelassen, hatten selber auch nur ein paar Halbchancen. Und dann, glaube ich, war die Szene der ersten Halbzeit einfach der Eckball, das aberkannte Tor. Zweite Halbzeit waren wir dann mutiger, haben gesagt, wir müssen mehr Intensität anlaufen, die Intensität dann auch mit ins Spiel mit dem Ball nehmen. Das haben wir dann auch geschafft. Ich glaube, wir sind gut aus der Halbzeit gekommen, haben dann auch mehr wie nur Halbchancen, sondern so ein, zwei ordentliche Möglichkeiten. Und dann wird das Spiel entschieden durch einen Standard von uns. Und hinten raus haben wir dann, und das ist, glaube ich, das große Faustpfand von uns, dass wir einfach richtig gut verteidigen und haben in der zweiten Halbzeit gefühlt gar keine Chance mehr zugelassen. Und auf dem Weg müssen wir weitermachen, werden unterstützt von unfassbar vielen Kielern, die den langen Weg hier auf sich genommen haben. Es macht total viel Spaß im Moment, die Euphorie zu erleben von den Fans. Und wir haben einfach unglaublich Bock auf diese Spiele und wissen, wie schwer das ist, ein Spiel zu gewinnen, was wir heute auch gesehen haben. Sind total glücklich. Jetzt regenerieren wir uns und freuen uns dann auf nächste Woche gegen Düsseldorf zu spielen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nils, deine Einschätzung bitte. Ja, erstmal Glückwunsch, Marcel. Ich kann meiner Mannschaft heute von der ersten Sekunde bis zur allerletzten Sekunde mal gar keinen Vorwurf machen. Ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die hat einen Spitzenreiter Paroli geboten. Nein, sogar mehr als Paroli geboten. Ich bin mega stolz auf diese Mannschaft. Sie haben heute eine Defensivlust an den Tag gelegt. Sie wollten mit aller Macht dieses Spiel heute gewinnen. Wir hatten in der ersten Halbzeit sehr, sehr guten Zugriff gehabt im Spiel. Haben ja über 90 Minuten keine Torchance zugelassen. Sind in der zweiten Halbzeit ein bisschen, ja, vielleicht behäbig ins Spiel gekommen, aber Kiel hat auch ein bisschen umgestellt in der Positionierung, hatten da nicht so ganz den Zugriff drin gehabt, haben dann aber mit dem Wechsel Tavazova zu Lee auch da wieder ein bisschen mehr Spielkontrolle bekommen. Es geht jetzt darum, der Mannschaft weiterhin diesen Glauben zu vermitteln, diese Klarheit in den Aktionen weiterhin zu vermitteln, was ich heute von der ersten Sekunde an gesehen habe. Noch mehr Zielstrebigkeit in der Box, noch mehr den Abschluss suchen in der Box, weil, wie schon gesagt, heute kann ich meiner Mannschaft gar keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben und mit dieser Leistung, mit dieser Überzeugung und mit diesem Glauben, mit diesem Mut werden wir am Sonntag in Braunschweig bestehen. Davon bin ich felsenfest von überzeugt. Gibt mir Mut, die Trainingswoche gibt mir Mut, das Spiel heute gibt mir Mut und so werden wir dann am Sonntag auch gegen Braunschweig auftreten. Vielen Dank. Danke, Nils. Gibt es noch Fragen an die Trainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Matthias Schlenger in der zweiten Reihe, bitte. Nils, bei dem Gegentor kann man jetzt natürlich überlegen, in wie vielen vergleichbaren Fällen da eigentlich gar nichts anbrennt. Ist das jetzt schon so ein bisschen abgehakt, beziehungsweise gab es schon für den Keenan Bennett eine kleine Portion Trost? Ja, ich glaube, Benno macht sich, glaube ich, den größten Vorwurf. Aber den Vorwurf bekommt er von uns nicht, weil wir gewinnen und wir verlieren zusammen. Und wir werden den Jungen wieder aufrichten. Wir werden den Jungen wieder diesen Mut und diesen Glauben auch wieder vermitteln, dass wir das am Sonntag auch schaffen können. Ja, die Enttäuschung ist da, das kann ich nachvollziehen. Aber wie schon gesagt, wir werden den Jungen wieder aufbauen und werden morgen da schon damit beginnen. Schauen noch einmal in die Runde. Gibt es noch eine Frage? Wenn das nicht der Fall ist, sage ich danke an beide Trainer, wünsche unseren Gästen eine gute und sichere Heimreise und ihnen noch einen schönen Restsonntag. Danke.